ist eine Holzeisenbahnlokomotive. Und es gibt auf Deutsch eine Krankheit und die heißt die Holzeisenbahnlokomotiven-Syndrom. Und dieses Syndrom hat als Charakteristikum, dass man ein Problem hat oder eine Schwierigkeit oder eine Sache, dass man eigentlich ganz klar sieht, dass es so ist. Zum Beispiel eben, das ist eine Holzeisenbahnlokomotive. Und man wünscht sich aber, dass es etwas anderes wäre. Zum Beispiel, dass das eine Tasse Kaffee wäre. Oder dass das eine Geldautomatenbörse wäre. Oder dass das ein super Getränk wäre oder etwas Essbares wie ein Cinnabon wäre. Und was ich damit meine ist, dass es manchmal Dinge gibt, die so sind, wie sie sind, und wir hätten sie aber lieber gerne etwas anderes. Und wenn wir über das Berufungsproblem sprechen oder die Berufungssuche sprechen, dann ist eigentlich das allergrößte Problem. Das heißt, öfters geht es nicht so sehr darum, in der Berufungssuche herauszufinden, was will Gott eigentlich von mir durch das Lesen von irgendwelchen Zeichen, sondern es geht darum, sich selber zu fragen, bin ich wirklich bereit, die Berufung anzunehmen, wenn ich sie kenne, dass sie da ist? Bin ich wirklich bereit, die Berufung überhaupt wahrzunehmen, wenn Gott sie mir schickt? Das heißt, bin ich wirklich bereit, das zu tun, dann auch, was Gott von mir will? Und ich glaube, hier liegt öfters das größte Problem, weil Gott schickt uns eine Lokomotive, aber wir hätten lieber etwas anderes. Wir hätten lieber ein Cinnabon, das man essen kann. Oder wir hätten lieber etwas, keine Ahnung, irgendwas anderes halt. Aber nicht das, was es jetzt wirklich ist. Und was ich uns an allen wünsche, ist, dass wir diese Krankheit überwinden und dass wir die Dinge annehmen, wie sie halt wirklich sind. Und nicht ständig aus diesen Dingen etwas anders machen möchten.